Wovor hast du Angst? Ich habe ganz viele Ängste. Die Frage ist nur, kannst du sie bekämpfen oder nicht? Oft habe ich den Mut verloren. Bei manchen bin ich dickköpfig gewesen. Aber was habe ich zu verlieren? Oft verliert man einfach den Mut, weil andere es einem einreden oder man hegt selber die Zweifel. Ne? Man redet sich die Angst selber ein und am Ende gibt man auf. Irgendwann denkt man dann zurück und sagt zu sich so, warum hast du es nicht einfach getan? Warum hast du es nicht getan? Warum hast du es nicht einfach so versucht? Und wenn ich irgendwann im Sterbebett liege, möchte ich mir nicht sagen, das Größte, was ich bereut habe, ist, dass ich es nicht versucht habe. Heute ist Tag 1. Heute ist der 21. November 2019. Heute startet mein YouTube-Channel. Das ist nicht das erste offizielle Video, aber der erste Start. Die ersten Anläufe. Und wenn ich es nicht jetzt versuchen würde, dann würde ich es, glaube ich, niemals anfangen. Ich habe riesige Angst. Ich habe Zweifel an mir. Ich weiß, dass ich Angst habe, vor anderen Menschen zu reden und mich dahin noch verbessern muss. Aber das ist eine ganz große Reise für mich und ich freue mich darauf, anderen Menschen zu helfen, zu inspirieren und hoffentlich was zu verändern, so wie es mir geholfen hat, was zu ändern, in die Angst reinzugehen und sich zu trauen, einfach das zu tun, was das Herz einem sagt und nicht, was andere Menschen einem einreden. Ich wünsche mir, dass du dich auch inspirieren lässt, Mut findest und einfach darüber nachdenkst, warum du was nicht machst, warum du an dir zweifelst und dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst, Verantwortung übernimmst. Das ist das Wichtigste. Nur dann kannst du dir nichts vorwerfen. Ich bin Kai von Geldkater und wir sehen uns bald wieder. Hey, schau dir meine weiteren Videos an. Abonnier meinen Kanal und klick auf die Glocke. Dann weißt du, wann es wieder ein neues Video gibt. Und hat dir das Video gefallen, hinterlass mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann empfehle es Leuten weiter, die du nicht magst. Motzt du noch oder investierst du schon?